Cyberport präsentiert das Xiaomi Mi 9. Xiaomi ist bereits mit dem Pocophone und dessen extrem guten Preis-Leistungs-Verhältnis aufgefallen. Heute schauen wir uns das Flaggschiff Mi 9 genauer an, das es aktuell für unter 500 Euro gibt, und verraten euch, ob es auf ein ebenso gutes Preis-Leistungs-Verhältnis kommt. Die technischen Daten. Das Smartphone ist 15,8 cm hoch, 7,5 cm breit und 7,6 mm tief. Insgesamt bringt es 173 Gramm auf die Waage. Der 6,39 Zoll große Bildschirm löst mit 1080 x 2340 Pixeln auf. Für die Performance wurde ein Qualcomm Snapdragon 855 verbaut, wobei ein Kern mit bis zu 2,8 GHz, drei Kerne mit bis zu 2,4 GHz und weitere vier Kerne mit 1,8 GHz takten. Hinzu kommen 6 GB Arbeitsspeicher. Für Daten und Anwendungen stehen bei unserer Version intern 64 GB zur Verfügung. Alternativ gibt es das Smartphone auch mit 128 GB. Starten wir mit dem Design. Sowohl Vorder- als auch Rückseite des Mi 9 bestehen aus robustem Corning Gorilla Glass 6. Zusammengehalten wird das Gehäuse durch einen Metallrahmen. Das Gehäuse ist insgesamt sehr hochwertig verarbeitet, wasserdicht ist es aber leider nicht. Der Fingerabdrucksensor besitzt keinen eigenen Platz am Gehäuse mehr, sondern befindet sich im Display selbst. Die Rückseite glänzt in unserem Modell in einem Braun-Schwarz und wird zu den Rändern hin ein wenig dünner. Dadurch liegt das Smartphone sehr schön in der Hand. In der Handhabung fällt auch auf, wie leicht das Xiaomi Mi 9 mit seinen 173 Gramm ist. Insgesamt macht das Design wirklich einen sehr wertigen Eindruck. Daumen hoch! Der 6,39 Zoll große AMOLED-Bildschirm löst mit 1080 x 2340 Pixeln auf und stammt aus dem Hause Samsung. Die Pixeldichte beträgt ordentliche 403 ppi. Die Farbkontrast- sowie Schwarzwerte liegen auf einem Spitzenniveau und können definitiv mit anderen Flaggschiffen mithalten. Aber nicht nur dunkel, auch hell kann das Mi 9. Mit einer maximalen Helligkeit von rund 600 Candela pro Quadratmeter sind die Bildschirminhalte selbst bei direkter Sonneneinstrahlung noch sehr gut zu erkennen. Zusammenfassend ein gutes Ergebnis. Kommen wir zum Highlight des Smartphones, der Performance. Für genügend Power steht der Qualcomm Snapdragon 855 Octa-Core-Prozessor zur Verfügung. Unterstützt wird dieser von 6 GB Arbeitsspeicher. Für den Preis von weniger als 480 Euro ist das eine unglaublich hochklassige Kombination, die genügend Kraft für jegliche Anwendungen liefert. Durch die Adreno 640 GPU schwächelt das Smartphone auch bei grafikintensiven Spielen nicht. Bei diesem Preis-Leistungs-Verhältnis kann die Konkurrenz aktuell nicht mithalten. Eine absolute Spitzenleistung. Das vorinstallierte Betriebssystem ist Android 9 Pie, worüber die hauseigene Benutzeroberfläche MIUI 10 liegt. Diese gefällt uns sehr gut, da ihr hier viele nützliche Funktionen findet. Unter anderem gibt es ein Always-On-Display und einen Dark Mode. Mit letzterem könnt ihr dank der AMOLED-Technologie auch ordentlich Akku sparen. Zudem kann man davon ausgehen, dass Xiaomi euch hier langfristig mit Updates versorgt. Einziges Manko ist, dass nicht nur nützliche Apps wie der Google Play Store oder Chrome vorinstalliert wurden, sondern auch einiges an Bloatware. Trotzdem gibt's für die Software ein sehr gut. In Sachen Kommunikation bietet das Mi 9 WLAN AC, Bluetooth 5.0 und NFC. Für Mobilfunk stehen bis zu zwei Nano-SIM-Karten-Slots zur Verfügung, welche beide auch gleichzeitig eine 4G-Verbindung aufbauen können. Schade nur, dass sich der zweite Kartenslot nicht auch zur Speichererweiterung nutzen lässt. Leider hat auch Xiaomi nun beim Mi 9 die Audiobuchse weggelassen und dafür einen Klinkenadapter beigelegt. Insgesamt jedoch ein gutes Ergebnis. Kommen wir zu den Kameras. Die 20-Megapixel-Frontkamera besitzt eine gute Qualität und sorgt für scharfe Selfies. Eine Infrarotkamera ist hier leider nicht mehr extra verbaut, weswegen die Entsperrung via Gesichtserkennung nun etwas unsicherer ist. Die Rückseite besitzt ein Triple-Kamera-System. Die Hauptkamera löst mit 48 Megapixeln auf und besitzt eine Blende von f1.75. Die Telelinse verfügt über 12 Megapixel Auflösung und ermöglicht zweifachen optischen Zoom. Die dritte Kamera ist eine Weitwinkellinse mit 16 Megapixeln und einem Aufnahmewinkel von 117 Grad. Die Fotos sind scharf, detailreich und besitzen einen schönen Kontrast. Auch das Bokeh ist angenehm natürlich. Mit dieser Qualität braucht sich die Kamera wirklich nicht zu verstecken. Für schlechte Lichtverhältnisse hat Xiaomi einen Nachtsichtmodus entwickelt. Dieser schafft es, durch Langzeitbelichtung überzeugende Bilder zu produzieren. Wir sind begeistert und geben ein sehr gut.
Der fest verbaute Akku fasst 3300 mAh Kapazität. Er liefert damit eine Akkulaufzeit von bis zu 9 Stunden bei durchgehender Nutzung und mittlerer Displayhelligkeit. Das heißt, gut 1,5 Tage sollten damit drin sein. Wenn der Akku bei 0% angelangt ist, benötigt es dank Quick Charge 3.0 nicht einmal 1,5 Stunden, um wieder auf 100% zu kommen. Zudem unterstützt das Mi 9 kabelloses Laden. Und das mit 20 Watt sogar ziemlich schnell. Ein sehr gutes Ergebnis. Unser Fazit: Das Xiaomi Mi 9 ist für uns das derzeitige Preis-Leistungs-Flaggschiff auf dem Markt. Mit hochwertigem Gehäuse, einem AMOLED-Bildschirm, High-End-Hardware, hervorragender Software und einer Top-Kamera schafft das Smartphone zu überzeugen. Einige kleine Abstriche, zum Beispiel die fehlende Speichererweiterung, müssen natürlich gemacht werden, aber im Großen und Ganzen können wir das Mi 9 auf jeden Fall empfehlen. Von uns gibt's volle 5 von 5 Cyberstars.